Dann lass uns mal nach vorne gehen zu deiner Schwester und dann möchte ich euch etwas sagen. Okay. Als Kenner der Sendung sollte Besim erahnen, was jetzt kommt. Okay. Ihr Lieben. Ja. Du hast doch gesagt, du schaust die Sendung, ne? Ja, ich schaue deine Sendung gern, ja. Ja. Dann sag mal, was kommt denn jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass jetzt einige Leute zum Testen kommen. Ein Testessen. Echt? Ja. Jetzt? Gleich. 18 Uhr, 20 Personen. 20 Personen. Genau, ich muss wissen, wie ihr arbeitet. Ich muss jetzt wissen, wie der Betrieb läuft. Die Gäste bekommen Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Ja, können sich à la carte aber ihr Essen aussuchen. Das heißt, kriegen die Speisekarte. Wisst ihr, ihr seid ein XXL-Restaurant. Ich muss wissen, wie das funktioniert hier in einem XXL-Restaurant. Ich meine, ich habe die Sendung immer verfolgt, ne? Ich weiß genau, was kommt. Aber jetzt mit den drei Sachen und mit den Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Dessert habe ich schon mal gar nicht. Ne? Und ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Schiss. Obwohl ich weiß, wie gut ich bin, ganz ehrlich. Also ich weiß, dass ich schnell arbeiten kann. Und meine Sachen eigentlich so okay sind, wenn alles Vorbereitung stimmt, dann habe ich eigentlich keine Angst. 20 habe ich hier noch nicht gehabt. Also wird das auch eine Herausforderung gleich für mich. Und da habe ich ein bisschen Panik vor. Schwester Nursan ruft die Familie zu Hilfe. Hi, Jacqueline, du wirst nicht glauben, was hier gerade los ist. Ja, Rosine hat uns überrascht. Auch wenn eine Friteuse fast von alleine kocht, sauber macht sie sich nicht von alleine. Du musst es am Tag oder nachmittags oder abends einmal durch ein Sieb gießen. Okay. Und das bedeutet, dein Fett hält länger. Machen wir es doch. Ja, also da geht auch ein Haufen Geld drauf, muss ich sagen. Genau. Weil Öl ist halt nicht billig. Nee. Ja, das ist halt, wie gesagt, das wichtigste Gerät, das ich habe. Hier kommt alles rein. Vielleicht wäre das eine Maßnahme, um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Bis jetzt floss das Geld in XXL-Dimensionen regelrecht den Abfluss runter, statt in Besims Brieftasche. Bruder Aydin und der beste Freund und Lieferservicefahrer Hakim bringen Frischware für das Testessen. Hallo, du bist der Bruder? Ich bin der Bruder, ja. Also ist ja wirklich sympathisch, ne? Also liegt das an Gladbeck oder an euch, dass ihr euch alle so freut? Und alle so Bären, weißt du, so, boah, so Bärentöter. Hi. Hi. Du? Hakim. Ach, du bist der Taximann. Genau, ich bin der Taximann. Und jetzt auch jetzt mit? Ja, der hat mich angerufen und gesagt, ich habe hier ein Problem. Ich wusste gar nicht, was los ist, aber jetzt irgendwie, okay. Du hilfst ja mit, ne? Ich helfe mit, ja. Die Friteuse bekommt neues Futter. Zur gleichen Zeit will Frank Rosin wissen, warum und vor allem in welchem Ausmaß die Familie für den Traum des 32-jährigen Besims einspringt. Wie lange hilfst du deinem Bruder schon? Hier im Laden schon knapp 1,5 Jahren. Mhm. Ja, finanziell davor noch etwas länger. Also die erste Gage war, um den Laden zu eröffnen, knapp 50.000 Euro. Habt ihr denn in irgendeiner Form eine Vereinbarung getroffen? Nein, überhaupt nicht. Das Geld war ursprünglich für ein Einfamilienhaus für uns gedacht. Das Geld war für? Für ein Einfamilienhaus, ja. Du willst mich flachsen? Nein. Aber das hat eben der jüngste Bruder. Ist das so, dass man dem Jüngsten immer... Der Jüngste, das hat eben der Welpe, dem muss geholfen werden. Ja, damals hat es wirklich Bauch und Liebe entschieden, nicht die Vernunft. Aber erstmal Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Das ist schon phänomenal, wie die Familie hier, also was sie für eine Ausstrahlung haben. Das ist teilweise auch Liebe am falschen Platz. Besim und Hakim bereiten die Zutaten für die XXL-Gerichte vor. Die kommen zum Großteil aus Dosen, Flaschen und kiloweise aus der Tiefkühltruhe. Mal an hier. Tretmine, ne? Was ist das hier? Das ist Zigeunersoße. Hier ist das Maima, ne? Das ist richtig, ja. Das ist haltbarer, wie wenn man es frisch macht. Und ich würde auch gerne alles frisch machen, aber irgendwo fällt man dann rein und... Die Frage ist, kannst du es denn? Das ist eine gute Frage. Also das, was ich mache, ist für mich Kochen, aber... Ich weiß nicht, ob es für andere auch Kochen ist. Ich meine, ich muss sagen, ich mache hier drinnen wenig Kochen. Ich weiß, was also Soßen und sowas alles selber machen. Das ist, wie gesagt, ich habe viel Friteuse. Und
Also für mich ist das Kochen, aber ich denke, vielleicht sind andere Meinung. Das Rezept für Besims Sahnesoße für die Burger und XXL-Schnitzel Hawaii. Kochsahne aus der Packung in den Topf. Etwas Fertigwürze drauf. Fertig. Ja, nicht dein Ding, ne? Also, das gefällt dir nicht, ne? Nein, es ist einfach nur, ich kann ja auch nicht alles wissen. Ne? Ich muss mir ja auch mal so Spezialitäten einfach auch mal erklären lassen. Und manchmal sind das eben die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Das ist echt der Hammer, ey. Da wundern sich die Leute wirklich, warum keine Gäste kommen. Und da wird gekocht wie Bei Besim fehlt das Kochwissen. Dem Sternekoch fehlen die Worte. Ich glaube, der mag das nicht, was ich mache, ne? Kann sein, ja. Ja, aber das verstehen einige. Ich weiß, das ist ein Sternekoch und so, ne? Aber das gefällt mir nicht. Also der kennt meine Situation nicht, weißt du? Ja, bleib mal ganz ruhig. Erstmal ganz ruhig bleiben. Ich denke auch, der Frank hat von so einem Fastfood Küche und sowas nicht so viel Ahnung, weil er macht halt gehobene Küche, ne? Und das ist halt was ganz anderes. In so einem Fastfood-Ding muss es schnell gehen. Da wird auf Schnelligkeit viel Wert gelegt. Die Leute können da nicht 2 Stunden mit Wein trinken und warten. Aber ich weiß nicht, was der Frank sich da vorstellt. Besins Schwester Nursan hat Verstärkung bekommen. Schwägerin Jacqueline hat bis vor 4 Monaten ebenfalls im Service des Restaurants gearbeitet, bis Besim sie nicht mehr bezahlen konnte. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen stärker, weil meine Schwägerin ist jetzt da. Also ich denke schon, dass wir das gebacken kriegen. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall rückt die Zeit immer näher. Wir müssen noch ein bisschen Gang einlegen hier. Hast du eingedeckt schon? Ja, so ein bisschen vorbereitet schon, ne? Ja. Gleich die Teelichter noch und dann ist fertig. Geld für Dekorationen ist nicht vorhanden und auf die Tische kommt nur das Nötigste. Besteck, Speisekarte, Gewürzstreuer und ein Teelicht. Was bist du vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Bist Hausfrau? Ja. Hast du was gelernt? Eine Zahnarzthelferin. Ja. Mhm. Eine Zahnarzthelferin und ein Kfz-Mechaniker machen ein XXL-Restaurant auf. Das ist eine geile Überschrift, ne? Ja, weil er hat Denkt ihr denn nie daran, dass es einfach nicht kann? Doch, klar, kann sein. Deswegen haben wir Wie kann ja man denn gesagt, davon ausgehen, dass ein Kfz-Mechaniker ein Restaurant führen kann? Das geht einfach nicht in meinen Kopf hinein, Entschuldigung. Aber das ja, weil es vorher wahrscheinlich in Bottrop funktioniert hat. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, ich kann es. Also, obwohl ich weiß, wie gut ich bin, ganz ehrlich. Also ich weiß, dass ich schnell arbeiten kann. Glaubt ihr denn daran? Glaubt ihr denn an eine Zukunft hier? Glaubt ihr an dieses XXL-Restaurant? Ich weiß es nicht, ob das XXL die richtige Lösung für diesen Laden hier ist. Ja, mein Bruder ist halt sehr verwöhnt. Er braucht nur mit den Fingerschnipsen, alle springen. Wir sind insgesamt 9 Geschwister. Egal bei wem der schnipst, die springen alle. Auch meine Eltern. Aber arbeiten kannst du doch noch, ne? Nee, nicht mehr so wie jetzt. Jetzt ging es. Mein Mann fängt am 1. März wieder seine Arbeit richtig an. Das heißt, ich kann nicht jeden Tag hier sein. Ich kann auch nicht spontan sein. Das heißt, ne, kannst du mal bitte, ich habe hier gerade 5 Leute. Das funktioniert dann nicht mehr. Ne? Aber ich bin definitiv dann weg. Also ob der läuft oder nicht läuft, definitiv. Jetzt gucken wir erstmal, ob es heute läuft, weil da kommen die Teelichter. Ja, habe ich schon gesehen. Ich mache mal eben schnell die Teelichter rein noch. Und dann sind wir fertig. Es geht mir einfach nicht in den Kopf hinein, was sich die Menschen dabei denken. Einfach zu sagen, mach ein Restaurant auf, ist gar kein Problem. Das ist ja nicht nur hier so, das gibt's ja 1000-fach in diesem Land. 20 Gäste gleichzeitig hatte das XXL Food King schon lange nicht mehr. Zum Testen können Sie heute 3 Gänge aus der Karte bestellen. Das Besondere, die Portionen gibt es von XL bis XXL. So, die kommen nicht alle mit XXL-Sachen. Schon, ein bisschen Panik habe ich schon. Aber so viel auf einmal, weißt du, das ist schon krass. Power schon. Kriegen wir schon gewinnen. Ich denke auch.
B7 bietet verschiedene Salate, Pizzen, Burger und Schnitzel an und das Ganze in einer eher schlichten Restaurantatmosphäre. Ich finde es ein bisschen kühl, ein bisschen wenig Deko. Also auch die Tischdeko gefällt mir nicht so gut mit der Kerze, ist so ein bisschen lieblos. Ich finde die Einrichtung etwas kahl. Mir fehlen Bilder an den Wänden und vielleicht mal ein paar Blumen. Oh, guck mal, 26.12. abgelaufen. Das ist schon ein bisschen länger her, also noch nicht ganz so lange, aber ich würde sagen, bei mir zu Hause würde das noch gehen, aber mit Sicherheit nicht im Restaurant, würde ich sagen. So, das ist jetzt von dem ersten Tisch, habe ich schon die Vorspeise. Ja. Zweimal Knoblauchbrot, einmal Cäsarsalat bitte mit Cäsarsoße, die anderen Salate alle bitte mit Öl und Essig. Das sind ja nur Salate. Ja, ist die Vorspeise. Das hier? Ja. Komplett Vorspeise? Das ist jetzt, ich nehme erst nur die Vorspeise auf. Oh, da brauche ich alleine schon. Salate? Okay. Dann fangen wir mal mit der 59 an. Das ist Caesar Chicken Salat mit Hähnchenbrust. Das war doch mit Feldsalat, aber ich habe ja keinen Dings. Klassisch ist Caesar Salad ein Römersalat mit Croutons und Parmesan. Ausschlaggebend ist vor allem das Dressing aus Eigelb, Olivenöl, Knoblauch, frisch gepresstem Zitronensaft und Worcestersoße. Besim steht mit dem Thema Salat eher auf Kriegsfuß. Ja, erst Vorspeisen, alles Salate. Ich, ganz ehrlich, ich hasse Salate. Also, ich bin auch. Ja, weil Salate ist nicht so mein Ding und die laufen ja eigentlich auch nicht. Und jetzt bestellen alle Salate und meine Salate sind echt aufwendig. Was ist denn 63? Ja, 63, ja. Da hängt gerade noch ein Flyer, aber anscheinend wurde er entwendet. 63 ist ein Thunfischsalat. Ja, Thunfischsalat, richtig, ne? Nochmal, zweimal. Er liebt übrigens Salate. Ich hasse Salate. So, 59. Habt ihr nur Vegetarier? Ey, du laberst jetzt schon seit 5 Minuten. Du hättest schon 10 Salate fertig gehabt. Ihr kommt eh bei alle Eisberg rein. Der junge Wirt gerät bei der Großbestellung ins Schwitzen. Sein bester Freund Hakim muss mit einspringen. Die Zutaten kommen aus der Fertig-Salattheke und natürlich aus der Fritteuse. Was ist das jetzt? Ja, Hähnchenbrust für die Salate. Ach, die Hähnchenbrust frittierst du auch? Frittierst du eigentlich alles? Ja, was ist der Unterschied zwischen der Pfanne und das? Das ist gleiche Öl, gleiche. Also ich sehe da keinen Unterschied. Und vom Geschmack her? Homemade Salad Sauce? Ja, so ungefähr. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Weißt du, was ein Caesar Salad ist? Caesar Salad? Weißt du gar nicht? Caesar Salad, ja. Die 59, ne? Ja, genau. Und was bedeutet Caesar Salad? Ja, das ist eigentlich ein Römersalat. Ist das. Und das wird mit Römerfeldsalat gemacht. Römerfeldsalat? Ja, oder? Äh, 59 ist das hier. 63 ist das. Ne? Bringen wir 59, 63. Einmal den Caesarsalat. Ja. Die 59 und die 63. Thunfisch, 9. Genau. Und das war, glaube ich, mit. Nee, die anderen hat auch mit Öl. Genau. Das ist jetzt das, ja. Ja, aber der hat den ja jetzt auch so gemacht. Ich habe beschrieben, alle mit Öl, Essig. Welche Nummer ist das? Ich habe keine Ahnung. Das mit den Champignons und mit den Hähnchenbruststreifen? Das ist für Sie, okay. Die Vorspeisen sorgen nicht nur in der Küche für Verwirrung. Auch der Service kommt mit den Bestellungen durcheinander, wenn auch auf charmante Art und Weise. Kann der Salat die Testesser zumindest geschmacklich überzeugen? Also, das ist mehr Käse als Salat eigentlich. Da ist so viel Käse drin. Das ist so Fertig-Aufreißtypen-Käse mit Fertig-Aufreißtypen-Fleisch. Von der Vorspeise landet mehr in der Mülltonne als in den Mägen der Gäste. Dennoch lässt der Sternekoch sich nicht entmutigen. Er widmet sich seinem Salat voller Hoffnung. Diese Salat. Ja, ihr habt es ja gerade gehört. Caesar Salad ist ein Klassiker. Ein richtiger Klassiker. Aber auch klassisch im Geschmack. Eisbergsalat, kennen wir alle. Knackig. Hier nicht. Aber dieses Fertigdressing macht das alles so kaputt. Schmeckt nur sauer.
nach getrocknetem Dill. Also, es ist kein Caesar Salad. Und mit dieser frittierten Hähnchenbrust, ungewürzt, keine Liebe, ist es nichts. In der Küche kommen jetzt Besims Geheimwaffen zum Einsatz. XXL-Schnitzel aus der Tiefkühltruhe. Frisch frittiert werden auch die tiefgefrorenen Fleischpatties für den XL-Burger. Ja, das ist Katastrophe. Also da klappt gar nichts, ganz ehrlich. Nicht mal die Fritteuse funktioniert nicht mehr. Was war die Initialzündung? Warum du dieses, warum du dich damals entschieden hast, ein XXL-Restaurant zu machen? Ja, das waren die Sendungen, die ich jeden Tag da im Fernseher gesehen habe und auch auf Kabel 1 und so. Da wurde so viel drüber berichtet. Jumbo Schreiner ist jetzt schuld, dass du XXL-Restaurant machst. Ja, so ungefähr. Das tiefgefrorene Fleisch aus der Fritteuse wird mit der vorbereiteten Sahnesoße aus dem Tetrapack kombiniert. Fertig ist das Megaschnitzel à la Food King. So, ich glaube, da müssen wir einmal die... Moment. Also ich habe zwar gedacht, es wären ein Stück, ne? Also ich dachte nicht, dass es zwei sind, aber die Größe ist doch schon erschlagend. Hoffentlich ist der Geschmack besser. Aber eigentlich ein bisschen geschmacklos. Ein Burger. Ich habe nie so ein Schnitzel gegessen, aber schmeckt das Schnitzel gar nicht. Geschmack und auch die Portionsgröße scheinen nicht jedermanns Sache zu sein. Ich bin froh, dass ich kein XXL genommen habe. Es schmeckt echt pappig. Also irgendwie überhaupt nicht knusprig. Ich hatte allerdings auch von dem Burger probieren können. Also der hat mir nicht wirklich geschmeckt. Da war kein richtiger Geschmack drin. Das war sehr fad und kalt halt eben. Frank Rosin bestellt sich bei diesen riesigen Portionen kein eigenes Gericht, sondern bedient sich beim Übriggebliebenen der Testesser. Ich habe ja auch schon bei der Vorspeise gesehen, wie viel zurückgekommen ist. Und Geschmack hin, Geschmack her. Was hier Lebensmittel verschwendet werden, ist einfach hanebüchend. XL oder XXL, völlig egal. Es muss schmecken und man muss die Qualität spüren. Und das tut man hier nicht. Das ist zusammengeschustertes, einfachstes Imbissessen. Und das noch nicht mal gut, denn ich komme aus einer Imbissbude und ich weiß, was das bedeutet. Ja, ganz ehrlich, ich denke auch, der Frank hat von so einer Fastfood-Küche und sowas nicht so viel Ahnung, weil er macht halt gehobene Küche, ne? Das ist gar nichts. Das ist einfach nur, ja, was ist es? Wie soll ich das nennen? XXL sind auch die Portionen, die nach dem Hauptgang im Mülleimer landen. Einen dritten Gang gibt es dieses Mal übrigens nicht. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass wir kein Dessert haben. Also wir bieten so kein Dessert an, deswegen haben wir auch keins. Schade eigentlich. Schade. Tut mir leid. Na, dann müssen Sie dann Bescheid wissen. Okay, danke. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr als Testesser da seid. Ich möchte jetzt, dass ihr Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Ambiente und Service bewertet. Die beste Bewertung pro Kategorie sind 10 Punkte, die schlechteste 0 Punkte. Besim, Schwester Nursan, Schwägerin Jacqueline und Freund Hakim können jetzt nichts mehr tun. Ja. So, ihr Lieben, wie geht's? Anstrengender Tag, was? Ja, würde ich wohl sagen. Braucht man auch nicht mehr bereden oder so, das ist einfach sacken lassen. Schlafen gehen, morgen ein neuer Tag. Dankeschön.
Bitte schön. Und einen schönen Abend. Ne? Danke. Danke. Auch schönen Abend. Ciao. Ich habe selten nach einem ersten Tag so viele Erkenntnisse gewonnen wie heute. Bin gespannt, ob sich das in den Bewertungen auch bestätigt. Ja, Feierabend.